Und hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Let's Play Jurassic Park. Wir sind ja hier dick am Fliehen vor den Monstern und haben gerade die spanische Bitch gefunden. Nein, wir waren das nicht. Und schau mal, was wir jetzt da machen müssen. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. So, wie geht's dir denn jetzt? Du hast ein dickes Fleisch von erlitten. Sieht aus wie eine Bisswunde. Eine Bisswunde? Ja. Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keine der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich werde nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Was? So, wie schnell hätte ich denn da jetzt tun sollen? Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Bradikarder Herzschlag. Bradikard heißt wenig Puls in der Fachsprache. Hat er ja auch erzählt. Was ist mit Ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung. Toxoplasmose? Toxoplasmose? Ihre Symptome nicht. Kommen Sie schon. Toxoplasmen? So schnell? Niemals. Ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter so vorsichtig. Okay. Toxoplasma gondii ist ein böses Parasitus. Ein böser Parasit. Das könnte jetzt wehtun. Oh, was ist das? Das da hilft. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Sie will, glaube ich, nicht. Kommen Sie schon. Ich muss die Wunde reinigen. Nein. Kann ich hier irgendwie was anderes da machen? Ach komm, wir drücken aber nochmal. Weiß sie nicht, dass du ihr helfen willst? Ich glaube nicht. Kommen Sie schon, ich muss die Wunde reinigen. Was muss ich denn drücken? Ich bin Arzt. Hören Sie mir zu. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Alle Ratte de mi. Nein. Ja, was heißt das? Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico? Sie, Medico. Ja. Ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ja, komm, also. Ja. Das sollte die Infektion aufhalten. Natürlich, mal eben die Toxoplasmen kaputt. Es ist okay. Sie erleiden einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Guck auf die Straße. Toll. Wie kann. Hammer. Muss ich das jetzt fangen? Hui! Hab sie! Das ist ja süß. Boah. Zieh's auf, ja. Komm, mehr. Ja, und jetzt pam. Auf die Straße. Und jetzt zack. Jawohl. Oh, ach ja, scheiße, ich muss da treffen. Ah, es ist so schnell. Alter, ich treff nicht. Fahr mal ein bisschen ruhiger. Nochmal. Alter. Das ist voll schwer. Das Auto rötet zu sehr. Ich kann die Spritze nicht richtig setzen. Ja, echt mal. Zu holprig, um eine saubere Injektion durchzuführen. Schnellfahren ist leider nicht sehr hilfreich. Okay. Ist leider nicht sehr hilfreich. Dann fahr mal langsamer, Bitch. Jess, hör zu. Ich muss dir eine Spritze geben. Und ich muss die Vene treffen. Bitte keine Details. Die Vene hier unten. Ach scheiße, ich hätte ihn runterdrücken müssen. Ich muss nur die Vene treffen. Boah. Jetzt bin ich mittlerweile in New York angekommen oder so. So. Hast aber fein die Vene getroffen. Das sollte sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde sie bandagieren. Kannst du weiterfahren? Alles okay. Sag Mom, ich bin alles bereit für die Fahrschule, in Ordnung? Ich glaube, das muss Mom nicht unbedingt wissen. Nee. Ist doch besser so. Was ist denn da jetzt? Achso, Ellie. Wie geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Warum? Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Was? Jess, wo ist das denn? Warum halten wir an? Ein Stück Baum. Oh! Achso. Oh, Alter, haben wir erschrocken. Ist wunderschön. Sie, oder? Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist. Ich würde hier draußen ungern das Alpha-Tier antreffen. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Nein. Wir
haben entdeckt, dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehören zur Familie, sobald... Du ruinierst den Moment. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Was macht sie hier draußen? Es ist denen gar nicht aufgefallen, das irgendwie mal so nachzudenken. Hallo Bakita. Ich muss das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Oh oh, das wird lustig. Eine Runde Vieh treiben. Einen Moment, warte hier. Ja? Das ist so cool. Cool. Ruhig, Mädchen. Musa, Kali, Musa. Hm? Schmeckt dir das etwa? Musa, Kali, Musa. Na, wie Hallo. Bist du herausgekommen? Hast du das Tor aufgestoßen? Haben die überhaupt Ohren? Komm schon, Mädchen. Beweg dich. Wie wär's, wenn du diese komische Bananenstaude mitnimmst? Ach so. Komm, zieh dran. Das wird's bestimmt nicht so witzig finden. Na los, Mädchen. Geh schon. Das ist eine Straße, kein Restaurant. Oh ja. Keine Straße. Was steht da? Immerhin sind wir noch auf dem richtigen Weg. Visitor Center und Triceratops. Was ist das? Oh mein Gott, ey. Was kann er denn überhaupt? Was ist denn mit dem Tor? Es ist in der offenen Position verriegelt. Vom Lager aus müsste man es manuell entriegeln können, aber... Solltest du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung, oder? Schauen wir mal. Sie ist niedlich, hm? Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Ach, dachtest du, sie sei eiskalt oder was? Sie ist okay, sie ist in Ordnung. Will dich nur kennenlernen. Stimmt's, Bakita? Okay. Ich muss das Mädchen wegbewegen. Jetzt, wo du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Neue Gesichter machen sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Oh, Zicke. Okay, ich muss dich hier wegbekommen. Und ich muss das Tor vom Gerätelager aus entriegeln. Dann gehen wir mal zum Gerätelager, würde ich sagen. Achso, dann gehen wir doch mal zum Gerätelager. Was dann muss ich jetzt das Passwort herausfinden. Hebel- und Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Sicher nicht für den Schnee. Oh. Ach, für die Kacke. Im Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Oh. Denn die Tür ist wahrscheinlich zu. Dann gehen wir mal das Auto suchen. Das fällt einem auch nicht früher auf. Jess, du musst für mich das Parkhandbuch mit den Zugangscodes finden. Es müsste im Handschuhfach sein. Hast du die Codes? Komm, schieß los. Ist das in diesem kleinen schwarzen Buchdings? Ja, such den Zugangscode für das Triceratops-Gerätelager. Ah, okay. Such es raus. 1, 5, 6, 3, 3, 7. 3, 3, 7. Okay, danke, Liebling. Aha. Muss ich selber drücken? 1, 5, 6, 3, 3, 7. Oh, das passt sogar. Cool. Jetzt sind wir im Gerätelager. Was ist das? Manuelle Überbrückung? Machen wir mal an, ja. Müsste klappen. Und jetzt noch Bakita von ihrem Snack weglocken. Dann snackeli-deckeln wir mal den kaputt? Weg. Ohne der Zaun bekommt keinen Strom. Das ist nicht gut. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Kann ich jetzt das Stück Wegfutter wegnehmen? Sie will nicht. Wie kriegen wir dich bloß davon weg? Tja, vielleicht einen Cheeseburger finden oder sowas. Vielleicht stehen Triceratops ja gerade da drauf. Schieben wir jetzt nochmal zu. Wer hat die Schiss vor dem Zaun? Ist dir aufgefallen, dass ein riesiger Dinosaurier im Weg steht? Klugscheißerin. Ich habe immer gesagt, dass du Köpfchen hast. Sieh mal nach, ob im Auto etwas ist, um sie zu bewegen.
Ja, das ist doch mal ein feiner Tipp. Licht scheint sowieso schon mal nicht zu interessieren. Hupe vielleicht. Oh, das findest du nicht so geil. Oh, und das findest du noch weniger geil. Gut, du hast sie von dem Zweig weggelockt. Dann nimm den Zweig und schmeiß mal weg. Was kann ich jetzt machen? Oder jetzt kann ich wahrscheinlich wieder wechseln. Und Cheffe darf sich den Zweig nehmen. Ja, wunderbar. Feini, feini. Und jetzt schmeißen wir den Zweig da rein. Hui. Das. Nom 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 nom. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Hammer nice. Jetzt kann ich das Tor schließen. Ja. Ha, wunderbar. Oh, jetzt muss ich aber lange drücken. Ui. Alter. Boah, als ob das so schwer sei. Oh, meine Hand fällt ab. Hey. Und jetzt? Nein, ich geh wieder rein. Tschüss. Ich bin dabei. Hammer. Oh, was eine Spannung. Gerade noch so geschafft. Oh oh. Das ist die Alpha. Das Alpha-Tier. Das Alpha-Tier. Das ist aber ganz schön groß. Oh oh. Das ist aber ein bisschen größer. Mach das zu! Schneller! Lol! Bin ich jetzt tot? Alter, wie schnell soll ich denn drücken? Ruhig, sehr ruhig! Das ist nicht gut. Was macht sie denn da? Reißt die Kabel ab. Auf jeden. Was? Ich hab keine Ahnung. Schneller! Oh mein Gott. Oh. Nein! Verdammt. Alter. Die ist ja richtig am Sack. Wo ist denn eigentlich die Alte? Schneller! Und jetzt? Oh, reiß doch einfach alle Kabel raus, du dumme Mädchen. Geschafft. Ach, da ist sie wieder. Ist okay? Nicht so ist okay. Was kommt denn jetzt? Ah, Tyrannosaurus Rex. Oh, der Papa geht jetzt drauf, oder was? Oh nein, nicht hart. Der scheint ganz schön. Oh, jetzt kommt der Fight the Fights, oder was? Oh oh. Ach so, okay. Hab ich doch gedrückt. So, das ist mehrmals drin. Komm, schneller! Alter, der tritt mich platt! Ach so. Ich dachte, ich stirbt auf jeden Fall. Alter, da war ich immer ein bisschen langsam, ne? Alles okay? Ja, komm, jetzt aber diesmal richtig. Komm. Jetzt aber fixi fix. Zurück. Das schreit ganz schön laut. Jetzt aber schneller. Alter, wieso kann ich nicht schneller sein? Aha, sorry, aber Längen schneller.
beißt dir jetzt den ab. Boah, doch nicht. Leute, das setzt sich ja mit dem Kuh. Ah, jetzt muss ich aber drücken. Oh, oh. Ich hab da nach unten gedrückt. Nein. Scheiße, scheiße. Ich bin da nicht gut. Ja, Timer ist abgelaufen. Ah! Okay, hab das Richtige gedrückt. Verdammt! Wir müssen hier weg. Wo ist hoch da? Was ist mit der anderen? Verdammt! Wow, 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 jetzt muss ich sie steuern. Mit seinem kleinen Stubbelärmchen. Oh, ich sollte die Hände an der Tastatur lassen. Köpfchen ab. Boah, da ist aber fein auf. Also für das hängt er zwischendurch noch das Kleine. Für das Vieh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Und. Ja, jetzt. Stoß. Alter. Sepp und sein Prototype, ey. Da kann ich ja nur reagieren. Oh ja, richtig. Oh mein Gott. Lol. Los, hoch wieder. Oh, das war ganz schön knapp. Ui, Silberwachs. Triceratops rettet ihre Kinder. Geschafft. Alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Du auch? Ja. Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Was ist mit dir? Ja. Zwei Arme. Zwei. Alles supi. Ja. Wir haben es überlebt. Schön. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.